Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel unserer Steelers gegen die Dresdner Eislöwen. Vor 1307 Zuschauern sahen wir einen 13-0 Heimsieg. Zu meiner linken Seite den Gästecoach Thomas Popisch. Zu meiner rechten unser Coach Kevin Godet. Herr Popisch, als Gast haben Sie natürlich das erste Wort. Wie sahen Sie das Spiel? Ja, für uns natürlich sehr ungünstig oder anders, eigentlich sehr günstig angefangen mit einer Überzahlsituation, die wir sehr schlecht gespielt haben, und das zog sich dann so ein bisschen durchs erste Drittel. Im Endeffekt hinten raus kann ich noch nicht mal sagen, ob Bittigheim so gut die Special-Situation gespielt hat oder wir so schwach heute. Wir waren träge, schlechtes Passspiel, schlechte Laufarbeit. Komischerweise bei 5 gegen 5 ganz anders, da waren wir agiler, da waren wir druckvoller. Aber die entscheidenden Situationen, die haben wir heute nicht lösen können. Und Bittigheim hat die sehr viel besser gelöst mit der Qualität, die sie haben, gerade im Powerplay. Und auch da noch mehr Chancen sich herausgespielt, wo wir eigentlich dann auch gut bedient waren und uns beim Torhüter bedanken konnten. Wir haben in dem Spiel nicht das Moment gefunden, mal dran, ja, das Spiel zu drehen, das Tor zu schießen, dass wir vielleicht den Gegner ins Überlegen bringen. Er war sehr souverän bis zum Ende, bis zum Schluss, und ich glaube, deshalb geht der Sieg auch in Ordnung und ist verdient. Vielen Dank. Dankeschön. Sie haben ja gerade eben Ihren Torhüter schon angesprochen. Er wurde zum Spieler des Abends auf Seiten der Eislöwen gewählt. Zu Recht, Ihrer Meinung nach? Den anderen habe ich nicht gesehen, also. Ich habe jetzt keinen Spieler, der rausgestochen ist. Das ist ja immer relativ schwierig, direkt nach dem Spiel, auch jetzt das Spiel des Saars. Ich meine, mehr war ein Brennpunkt. Ich meine, genauso auf der anderen Seite. Der Vollmer hat einen hervorragenden Job gemacht, das ist ganz klar. Wenn man zu Null hat, aber der Kellner hat auch uns lange im Spiel gehalten, wie jetzt die Wahl ausfällt, aber sonst hat sich keiner herauskristallisiert, dass ich sage, der war heute wirklich besonders, der hätte es heute mehr verdient gehabt. Dankeschön. Ja, Kevin, du kannst zufrieden sein. 3-0, wie sieht dein Fazit aus nach dem Spiel? Schönen guten Abend. Letzte Saison unter meinem Amt, wir haben gegen Dresden 4-mal gespielt und jedes Mal nur ein Torunterschied. Ich habe nicht erwartet, anders heute, also kämpfen bis zum Ende. Sie haben auch eine sehr schwierige Situation. Man spielt kein Heimspiel. Und jeden 7 Tage, oder mit uns heute, das war 10 Tage, seit sie haben nicht gespielt. Das ist 2 Freitag, oder also Freitag. Es ist sehr, sehr schwer, in Schwung zu kommen. Aber sie haben wirklich sehr gut begonnen. Sie haben Schüsse auf Tor geschossen. Und Joey war immer da. Und dann natürlich die Überzahl, die Unterschied wahrscheinlich am Anfang. Wir haben nur eine Überzahl gekriegt in den letzten 3 Spielen. Und jedes Mal heute Abend, die Jungs haben mir geguckt, wirklich, wir haben noch eine Überzahl? Wir haben noch eine Überzahl. Und die ersten 3 der 4 haben wir hervorragend gespielt, ein paar Open Nets verpasst und dann natürlich die 5 Minuten am Ende. Ich denke, Dresden war die bessere Mannschaft, sie haben mehr Chancen als uns gehabt. Wir haben versucht, einfach kein Tor zu geben. Im zweiten Drittel, ich denke, wir haben wirklich vom Anfang bis zum Ende 60 Minuten gespielt. Das war, was ich wollte von der Mannschaft sehen. Joey Vollmer hat ein paar unglaubliche Saves gemacht und wirklich die Shoutout verdient. Dankeschön. Ach, Kevin, es steht uns eine recht anstrengende Woche bevor. Am Mittwoch geht es nach Weißwasser zum Pokalspiel. Und als ob das noch nicht genug wäre, darfst du die gleiche Strecke am Sonntag nochmal fahren. Wie bereitest du dein Team auf diese 2 lange Reisen vor? Steroids, nein, das ist mein Witz. Es ist schwer, ich meine, es ist 7 Stunden Fahrt. Wenn man geht 7 Stunden Fahrt nach Weißwasser Mittwoch und dann man ist zu Hause um 5 oder 6 Uhr morgens. Und dann muss ich spielen Freitag gegen eine sehr gute Mannschaft in Rosenheim und dann zurück, natürlich 7 Stunden, sehr schwer. So, wir müssen versuchen, unsere Kraft zu sparen und einen Weg finden zu gewinnen. Dankeschön. Gibt es von Seiten der Presse Fragen an den beiden Trainer? Nicht. Okay, dann bleibt mir noch zu sagen, wie gesagt, am Mittwoch, bitte drücken Sie unsere Steelers im Weißwasser die Daumen.
am Freitag das Heimspiel um 20 Uhr gegen Rosenheim und dann am Sonntag erneut die Daumen drücken für die Steelers in der Ferne im Weißwasser. Unsere Gästen aus Dresden einen guten Nachhauseweg. Ich hoffe, dass sie bald ihre Heimspiele auch erfolgreich gestalten können. Nicht unbedingt gegen uns, aber gegen die anderen gerne. Ihnen noch einen schönen Sonntagabend und hoffentlich bis nächste Woche Sonntag. Dankeschön.